Matthias, die Mannschaft ist etwas niedergeschlagen. Die Niederlage scheint richtig weh zu tun. Ja, klar. Das ist, denke ich, verständlich nach so einem Spiel, wenn man so viel Aufwand betreibt und dann eigentlich so zwei unglückliche Gegentore bekommt. Ja, klar ist man da erstmal enttäuscht. Du hast ja mit vielen Glanzparaden heute deine Mannschaft lange Zeit im Spiel halten können oder den Spielstand verteidigen. Trotzdem hat es bei den beiden Toren, die dann gefallen sind, nicht gereicht, die dann auch etwas komisch gefallen sind. Kannst du dazu vielleicht Näheres sagen? Ja, das erste Gegentor, ich weiß nicht, Freistoß aus dem Halbfeld, dann ein Gewühl irgendwie und Ball wird aus 5 Meter über die Linie gedrückt. Beim zweiten Gegentor weiß ich selber nicht genau, muss mir vielleicht nochmal anschauen, was da genau war. War ein Freistoß und erster Eindruck war vielleicht abgefälscht, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, was beim zweiten Tor da, wie der Ball genau kam, aber durch die Mauer oder so, muss man sich nochmal anschauen, analysieren dann die Woche. Ihr habt ja jetzt seit kurzem einen neuen Trainer, Peter Hogen. Das war jetzt sein Einstand. Wie ist euer erster Eindruck von ihm? Wie ist dein erster Eindruck von ihm? Ja, wir hatten an für sich eine gute Trainingswoche. Wir hatten gutes Tempo drin im Training, waren alle top motiviert und er bringt nochmal neuen Schwung rein, neue Ideen. Das brauchen wir auch und ja, wird sich zeigen, dass wir in den nächsten Wochen da unsere Punkte holen müssen. Euer nächster Gegner ist Stuttgarter Kickers 2. Wie werdet ihr da versuchen, das Spiel erfolgreich zu gestalten? Ihr seid ja jetzt etwas in einer schwierigen Phase. Ja, die Kickers, die sind ja momentan auf einem aufstrebenden Ast, wenn man so die Ergebnisse verfolgt. Und bei uns läuft es gerade eben nicht so positiv, aber wir müssen uns da rausziehen, rauskämpfen, die Köpfe nicht hängen lassen, sondern positive Gedanken sammeln und dann können wir auch gegen Kickers natürlich 3 Punkte holen. Kampf ist das Gebot, sagst du. Muss man auch irgendwas strategisch, taktisch, spielerisch verändern? Was meinst du? Ja, sicherlich, wenn man so viele Gegentore wie jetzt momentan wir bekommen und vorne vielleicht zu wenig schießen, dann müssen wir uns überlegen, was wir in den nächsten Wochen ändern wollen. Und das gilt es jetzt die Woche schon anzugehen. Matthias, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenso.